Welchen teuflischen Plan hat Real Madrid jetzt für Kylian Mbappé ausgeheckt? Und mit welchem Verein ist sich Victor Osimhen einig? Dazu mehr hier in unseren aktuellen Kick News. Victor Osimhen kann sich seinen künftigen Club frei aussuchen. Für fast jedes Team in Europa wäre der Nigerianer eine Verstärkung. Das von der SSC Neapel verpasste Preisschild in Höhe von unfassbaren 150 Millionen Euro ist der einzige Grund, warum der Bewerberkreis für den 24-Jährigen exklusiv bleibt. Zum erlesenen Kreis zählt auch Paris Saint-Germain. Der Nobelclub vom Eiffelturm kann in finanzieller Hinsicht mit jedem anderen Verein Schritt halten. Und Osimhen soll endlich die Lücke auf der 9er Position schließen. Nach Informationen von Foot Mercato sind Gespräche zwischen PSG-Sportdirektor Luis Campos und Osimhens Berater Roberto Calenda in vollem Gange. Eine Einigung über Vertragsdetails steht unmittelbar bevor. Weitaus größere Hindernisse muss PSG bei den Verhandlungen mit Neapels Clubpräsident Aurelio De Laurentiis überwinden. Der pocht nach wie vor auf eine Ablöse von 150 Millionen Euro. Zur Erinnerung, Napoli hat für Osimhen 2020 satte 75 Millionen Euro auf den Tisch gelegt. Dementsprechend wollen sich die Süditaliener Osimhens Abgang vergolden lassen. Dazu kommt, dass die Ligue 1 nicht das Wunschziel des 26-Tore-Stürmers ist. Der Ex-Wolfsburger träumt nach wie vor von England und der Premier League. Manchester United und der FC Chelsea locken. Und auch in der Bundesliga existiert mit dem FC Bayern eine Option, von der Osimhen begeistert ist. Die Reihenfolge wäre also England, die Bayern und dann erst PSG. Zumindest haben die Franzosen in Sachen Vertragsangebot aktuell die Nase vorn. Doch nicht immer heißt es, wer zuerst kommt, mal zuerst. Vor allem nicht im Fußball. Mit 14 Treffern und 9 Assists liefert David Kownacki in dieser Saison mal so richtig ab. Der Mittelstürmer stellt eindrucksvoll unter Beweis, warum Fortuna Düsseldorf einst knapp 7 Millionen Euro für ihn auf den Tisch gelegt hat. Die Tatsache, dass der Pole am Saisonende ablösefrei zu haben ist, hat mehrere Clubs aus der Bundesliga auf den Plan gerufen. Inzwischen steht fest, für welchen Club Kownacki ab Sommer die Schuhe schnüren wird. Der Rechtsfuß hat sich für das Angebot des SV Werder Bremen entschieden. Im Bremer Umland besitzt Kownacki schon eine Immobilie, in die er mit seiner Familie ziehen könnte. In Bremen könnte Kownacki einen der sich anbahnenden Abgänge kompensieren. Sowohl Marvin Ducksch als auch Niklas Füllkrug stehen bei anderen Clubs auf der Wunschliste. Ein Abschied der selbsternannten hässlichen Vögel gilt als wahrscheinlich. Zu stark haben die beiden Stürmer in dieser Saison aufgetrumpft. Ducksch kann Werder per Ausstiegsklausel für 7,5 Millionen Euro verlassen. Union Berlin hat die Fühler ausgestreckt und kann in der nächsten Saison vielleicht sogar Champions League Fußball anbieten. Auch an Nationalspieler Füllkrug zeigen andere Vereine Interesse. West Ham United und der FC Turin wollen den Top-Torjäger im Sommer holen. Die frühzeitige Kownacki-Verpflichtung ist also ein Indiz dafür, dass Werders Traumsturm im Sommer auseinanderbrechen wird. André Silva denkt über einen Abschied aus Leipzig nach und Christopher Nkunku wird im Sommer zum FC Chelsea wechseln. Kandidaten, die den RB-Angriff verstärken könnten, gibt es so einige. Folarin Balogun gehört aber nicht mehr dazu. RB hat sich aus dem Rennen um den Stürmer verabschiedet. Den Bundesligisten sind die vom FC Arsenal aufgerufenen 40 Millionen Euro einfach zu viel. Balogun ist aktuell nach Frankreich an Stade Reims verliehen und hat in 33 Spielen 19 Tore geschossen. In London steht der Torjäger bis 2025 unter Vertrag. Auch mit Blick auf das große Interesse setzt Arsenal Balloguns Preisschild entsprechend hoch an. Noch teurer wäre Jonathan David vom OSC Lille, der sich ebenfalls im Visier der Sachsen befindet. Der Kanadier steht bei 23 Toren in 34 Spielen. Sein Club ruft 65 Millionen Euro Ablöse auf, eine stolze Summe. In Leipzig schaut man sich also vorsorglich anderweitig um. So wurde Victor Boniface mehrfach gescoutet. Der Nigerianer von Royal Union Saint-Gilloise befindet sich aber auch bei Union Berlin und Eintracht Frankfurt auf dem Zettel. Das wiederum könnte den Preis von Boniface deutlich nach oben treiben. Ein weiterer Leipzig-Kandidat ist Luis Openda. Der belgische Nationalspieler spielt mit dem RC Lens eine herausragende Saison. Lens ist aktuell Dritter und Openda hat daran maßgeblichen Anteil. 17 Tore stehen nach 32 Spielen auf dem Konto des 23-Jährigen. Konkretes Interesse signalisiert nach Informationen von Fußballtransfers auch Eintracht Frankfurt. Gareth Bale hat seine Karriere beendet. Der Waliser widmet sich nun noch intensiver seiner eigentlich großen Liebe, dem Golfsport. Zwei Hollywood-Stars haben es aber jetzt auf den fünffachen Champions-League-Sieger abgesehen.
Die beiden Schauspieler Rob McElhenney und Ryan Reynolds sind seit 2021 am Ruder beim AFC Wrexham. Dem englischen Fünftligisten ist der Aufstieg in Liga 4 gelungen. Da gab es reichlich Grund zum Feiern für den Schauspieler der Serie It's Always Sunny in Philadelphia und den beliebten Deadpool-Star. Bale hatte sich nicht nehmen lassen, Wrexham und den berühmten Clubbossen eine Glückwunschnachricht zu senden. McElhenney hat daraufhin mit einem Augenzwinkern versucht, Bale von einem Comeback zu überzeugen. Hey Gareth, lass uns Golf spielen, wo ich auf keinen Fall 4 Stunden damit verbringen werde, dich davon zu überzeugen, für eine letzte magische Saison aus dem Ruhestand zu kommen. In den Kommentaren auf Twitter und Instagram ist jetzt natürlich die Hölle los. Die Fans des beidigen Viertligisten stehen Kopf und hoffen, dass Bale bald vielleicht für ihren Club auflaufen wird. Ganz so realistisch ist das nicht. Aber vielleicht leistet ja Deadpool noch Überzeugungsarbeit. Wer die Filme kennt, der weiß, dass Reynolds im roten Kostüm sehr überzeugend sein kann. Für die Spieler von Tottenham Hotspur war die 1:6 Niederlage gegen Newcastle United eine echte Blamage. Innerhalb der ersten 20 Minuten haben die Londoner 5 Dinger kassiert. Eine peinliche Vorstellung des Spurs-Kicker, ganz zum Leid der Fans. Das ist auch den Spielern bewusst. Deshalb hat sich die Mannschaft jetzt mit einem offiziellen Statement an ihre Zuschauer gewendet. Als Mannschaft verstehen wir eure Frustration und euren Ärger. Sonntag war nicht gut genug. Wir wissen, dass Worte in Situationen wie dieser nicht ausreichen. Aber glaubt uns, eine solche Niederlage tut weh. Wir wissen eure Unterstützung zu schätzen, zu Hause und auswärts. Und in diesem Sinne möchten wir allen Fans die Kosten für ihre Eintrittskarten für das Spiel im St. James Park erstatten. Zumindest finanziell werden die Spurs-Anhänger also entschädigt. Die Spieler bitten aber weiter um Verzeihung. Wir wissen, dass dies nichts an dem ändert, was am Sonntag passiert ist. Und wir werden alles geben, um die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Beginnend mit dem Spiel gegen Manchester United am Donnerstagabend. Gemeinsam und nur gemeinsam können wir das Ruder herumreißen. Ob die Fans nach dem Schock gegen Newcastle dazu bereit sind, ihre Mannschaft nach vorne zu peitschen, das wird sich noch zeigen. Die Krise bei Tottenham hält jedenfalls an. Da bleibt für die Supporter nur zu hoffen, dass es nicht noch schlimmer kommen wird. Paris Saint-Germain kommt im Poker mit Lionel Messi einfach nicht voran. La Pulga und sein Anhang verhandeln mit dem Selbstverständnis eines Weltmeisters und stellen Forderungen, die komplett konträr zu dem sind, was sich die Pariser vorstellen. Seit Monaten stocken die Verhandlungen. Und das, obwohl der argentinische Superstar ursprünglich Bereitschaft zur Vertragsverlängerung signalisiert hatte. Im Frühjahr hat Vater und Berater Jorge Messi ein Angebot von PSG dann aber abgelehnt. Seitdem herrscht Stillstand. Vor allem die von PSG anvisierte Gehaltskürzung lehnt der Messi-Clan kategorisch ab. Im Gegenteil, Messi Senior fordert sogar eine Erhöhung des Gehalts. Und das, obwohl Messi mit 37 Millionen Euro Jahresgehalt ohnehin schon hinter Kylian Mbappé auf Rang 2 bei PSG steht. Die Begründung vom Vater? Messi ist jetzt Weltmeister und will dementsprechend auch entlohnt werden. Hinzu kommt das astronomische Angebot aus Saudi-Arabien von Al-Hilal. Sage und schreibe 400 Millionen Euro haben die Saudis insgesamt für eine Zusammenarbeit geboten. Dass selbst PSG da nicht mithalten kann, ist völlig klar. Ganz offensichtlich lassen Messi und sein Vater Paris auflaufen. Denn eigentlich wünscht sich Messi eine Rückkehr zum geliebten FC Barcelona. Letztendlich hängt es von der Fußball-Ikone selbst ab, wo er in der nächsten Saison spielen wird. Die ganz feine Art ist das von Messi und seinem Vater aber nicht. Dem FC Bayern droht nach 10 Meisterschaften in Folge eine titellose Saison. Für das Selbstverständnis des Rekordmeisters wäre das ein Fiasko von ungeahntem Ausmaß. Parallel planen die Münchner aber schon die neue Saison. Thomas Tuchel darf dabei mitreden und bekommt die Möglichkeit, aus dem Vollen zu schöpfen. Der Trainer und die sportliche Leitung wünschen sich im Sturmzentrum einen verspäteten Nachfolger für Robert Lewandowski. Der Torjäger ist vor der Saison zum FC Barcelona gegangen und hat eine riesige Lücke in München hinterlassen. Genau das wurde den Bayern jetzt in der wichtigsten Saisonphase zum Verhängnis. Teure Kandidaten wie Victor Osimhen und Randal Kolo Muani stehen zur Debatte. Aber auch Harry Kane könnte von der Insel an die Säbener Straße wechseln. Auch Gonzalo Ramos von Benfica Lissabon war schon ein Thema. Was die Torjäger allesamt gemeinsam haben? Eine extrem hohe Ablösesumme würde für sie fällig. Mindestens 100 Millionen Euro kosten sie wohl alle. Das wird aber kein Problem sein für die Bayern. Denn der Aufsichtsrat der Münchner ist bereit, einen Rekordtransfer abzusegnen. Bisher steht der 80 Millionen Euro Transfer von Lucas Hernandez an der Spitze. Im Sommer will man aber noch tiefer in die Tasche greifen und das Konto plündern.
Jetzt müssen sich die Bayern nur noch gegen Konkurrenten wie Manchester United oder Paris Saint-Germain durchsetzen, die ebenfalls eine neue Nummer 9 suchen und auch volle Brieftaschen mitbringen. Bei einem Stürmer allein soll es aber nicht bleiben, denn auch im zentralen Mittelfeld hat Tuchel eine Schwachstelle ausgemacht. Die Formkrise von Leon Goretzka und die schwankenden Leistungen von Joshua Kimmich haben mitunter zu dieser Einsicht geführt. Mit Konrad Leimer steht schon ein Sommerneuzugang fest. Der Österreicher kommt von RB Leipzig nach München und verstärkt genau die Position, auf der Tuchel Veränderung sehen will. Als weitere Alternative ist Mateo Kovacic vom FC Chelsea im Gespräch. Den kroatischen WM-Dritten kennt Tuchel noch bestens aus gemeinsamen Londoner Tagen. Kovacic ist zweikampfstark und enorm ballsicher. Interessant macht den gebürtigen Österreicher die Tatsache, dass er fließend Deutsch spricht und sein Vertrag 2024 ausläuft. Für Bayern könnte er also zum Schnäppchen werden und Tuchel würde gerne wieder mit ihm zusammenarbeiten. Nachdem Kylian Mbappé seinen Vertrag bei Paris Saint-Germain 2022 verlängert hat, saß der Frust bei den Verantwortlichen von Real Madrid tief. Die Königlichen, allen voran der erfolgsverwöhnte Präsident Florentino Perez, hatten fest mit der Verpflichtung gerechnet. Am Ende stand man mit leeren Händen und leeren Versprechungen da. Deshalb war Perez auch erstmal nicht mehr gut auf Mbappé zu sprechen. Inzwischen ist etwas Gras über die Sache gewachsen. Mbappé ist der bestbezahlte Fußballer der Welt. Real hat einen weiteren Champions-League-Titel gewonnen. Also alles Friede, Freude, Eierkuchen. Könnte man meinen, mitnichten. Denn Real hat den Plan längst nicht aufgegeben, Mbappé in Santiago Bernabéu zu holen. Und jetzt schmieden die Königlichen einen Plan, um das Vorhaben in die Tat umzusetzen. Eigentlich wollte Real Mbappé 2024 in Santiago Bernabéu holen. Dann läuft der Vertrag von Mbappé aus und er darf ablösefrei wechseln. Eine ähnliche Situation wie 2022 also. Doch vielleicht versuchen die Spanier ihr Glück auch schon im kommenden Transferfenster. Denn Paris muss im Sommer hohe Einnahmen generieren und die Gehaltskosten senken. In der Saison 2021-22 war PSG tief in den roten Zahlen. Ein Defizit von 368 Millionen Euro steht zu Buche. Dazu wahnsinnig hohe Gehaltsausgaben von 729 Millionen Euro. Ein großer Teil davon geht für Mbappés Gehalt drauf. 90 Millionen Euro sackt der Superstar jährlich ein. Schaffen die Pariser es nicht, die Kosten zu senken und gleichzeitig Spieler zu verkaufen, drohen drastische Strafen von der UEFA. Diese könnten zu Transfersperren oder sogar zum Ausschluss aus der Champions League führen. Für Real natürlich ein gefundenes Fressen, denn in Madrid glaubt man, dass PSG unter Umständen zu einem Mbappé-Verkauf gezwungen ist. Aktuell hält Real noch die Füße still. Doch wenn sich eine Möglichkeit bietet, will Real die schmerzhafte Lage der Pariser ausnutzen. Dann könnte sich Perez für 2022 rächen und am Ende doch noch als lachender Sieger aus der Transferschlacht hervorgehen. Ein raffinierter Plan, der mit einem echten Paukenschlag auf dem Transfermarkt enden könnte. Zum Schluss gratulieren wir noch dem Sieger unseres gestrigen Gewinnspiels. Glückwunsch an Thomas Schneider 3046. Du hast mit deinem Kommentar die meisten Likes abgesahnt. Kontaktiere uns bitte über Instagram oder Facebook, um dir dein Bayern-Trikot in Größe XL abzuholen. Das waren wieder unsere aktuellen Kick News. Euer Support war zuletzt einfach fantastisch. Bitte weiter so. Wir hören uns morgen wieder.